So, herzlich willkommen zurück hier zu Baphomets Fluch der Engel des Todes. Mitten im Top Capi Serie Gefängnis hier. Wie gesagt, nach unserer schönen Nacht mit Anna Maria sind wir jetzt hier gefangen genommen worden von der Staatspolizei. Da sie uns für einen Terroristen halten, der ja in ihrem Palast eingebrochen ist. Aber dem ist ja leider nicht so, aber naja. Können sie ja nicht wissen, was mit Anna Maria ist. Die ist scheinbar entführt worden. Von wem auch immer. Wahrscheinlich von diesen Mafiosi, nehme ich jetzt an. Und wir sind hier, wie gesagt, mit George alleine. Ein Knast. Ein Nachbar haben wir ja auch. Hier unten mit der kleinen Ratte hier. Ganz alleine sind wir also nicht. Also, aber naja, unser Ziel ist es jetzt hier irgendwie auszubrechen. So, schauen wir uns mal um hier. Sehr feuchte Wand. Tafel. Der Mörtel bröckelt. Er hatte schon, aber so viele Tare ist er noch nicht drin, oder? Er hat ja schon was markiert, oder ich weiß nicht, ob George das war. Guck mal, die Liege ist pritschig. Einladend? Nö. Komfortabel? Nö. Angemessen? Nicht mal das. Nein, danke. Ich quäle mich lieber. Okay, aber hier oben ist so eine... Ein Fenster knapp außer Reichweite verhöhnt mich. Kann ich da nicht? Außer Reichweite. Ich kann da drauf klettern. Über dem Boden verläuft ein komplexes Entwässerungssystem. Perfekt, um Blut, Schweiß und Tränen wegzuspülen. Die Maus passt da durch, George nicht. Gucken wir mal die Maus hier. Verschwunden. Toll. Aua, Scheißratte! Da jetzt noch was drin? Aha, keine Ratten mehr. Aber dafür was anderes. Ein Bügel. Ein Bügel, ja, da habe ich schon eine Idee. Da das hier morscht, der hat gesagt, dass es bröckelt. Also würde ich sagen, ich versuche das mal ein bisschen abzukloppen. Der Mörtel um den Stein ist locker. Ich muss ihn nur wegkratzen. Da, jetzt kann ich den Stein aus der Wand ziehen. Mhm. Sehr feuchte da Wand. Muss ich... Der Mörtel bröckelt. Das ist nicht der richtige Weg. Ah, ja. Nicht. Jetzt muss ich ja wohl schleichen hier, weil ich ja ausbrechen muss. Und da kommt der Brocken. Das hat aber... Ich glaube, dass keiner gehört hat. Hey, keine Amerikaner! Ja. Nicht gut. Sie kosten mich 20 Lira. Aber das nutzt ihnen nichts. Sie brechen bloß in die nächste Zelle ein. Und jetzt geben Sie diesen Bügel her. Sie könnten sich sonst schneiden. Und da ist jemand, der Sie sehen will. Was ist das denn? Ich bin Pater Nikolas. Und das ist Schwester Immaculata. Mein Sohn, du hast mehr gelitten, als du verdienst. Da haben Sie völlig recht. Aber bedenke, es gibt immer noch andere, die es härter getroffen hat. Ach ja? Also ich habe hier keinen gesehen, der tauschen wollte. Die Nachricht von deiner Festnahme erreichte unser Waisenhaus. Die Kinder wissen, dass selbst die ärgsten Sünder im Angesicht von Liebe und Barmherzigkeit bereuen können. Wirklich? Nett, dass sie das so sehen. Sie spendeten dieses Spielzeug, um dir die Zeit bis zur Hinrichtung zu vertreiben. Bis zur was? Ich meine, bis zum Prozess. Von Jenab diese Murmeln. Von Halil diese kleine aufziehbare Maus. Was soll ich denn damit? Von Errol dieses Quietschespielzeug. Doch wir müssen gehen. Im Todestrakt gibt es noch einen, der Beistand braucht. Okay, ich habe eine tolle Strafe. Meine besten Wünsche hat er. Und danke fürs Spielzeug. Wollte ich schon immer haben. Auf dem Dach. In einer Stunde. Sei da. Was? Hey, was haben Sie gesagt? Hä? Hinrichtung. Genau, was ich brauche. Das hat mich schon... Die Nonne da, die hat mich schon vom Aussehen ein bisschen erinnert an jemanden. Und jetzt, wo sie gesprochen hat, glaube ich das jetzt noch mehr. Habt ihr sie erkannt vielleicht? Die Stimme klang genauso wie Nico. Jetzt ohne Witz. Erstens vom Gesicht her war die mir gleich
Bekannt vorgekommen von der Stimme, ja, hast recht. Das war hundertprozentig Nico. Bin mal gespannt, ob ich recht habe. Noch. Okay, jetzt kann ich auch rüber. Das ist jetzt die Frage, was bringt's mir? Die Tür zur Zelle. Wache. Bis jetzt nicht viel. Was wollen Sie? Habe ich hier was Falsches gesagt? Boah! Er ist von mir begeistert, das merke ich. Ne, hier kann ich, ist nix. Das bringt mir gar nichts. Aber er hat mir doch irgendwas gegeben gerade, oder? Mechanische Maus, quietschendes Spielzeug, Beutel mit Murmeln. Eine kleine mechanische Maus zum Aufziehen. Lassen wir sie mal ein Ründchen laufen. Ah, jetzt habe ich einen Schlüssel. Ein Gummiteil, das redet, wenn man draufdrückt. Beutel mit Murmeln. Ah, ah. Stückstoff. Das Murmelsäckchen öffnet sich. Faden? Der Faden sieht nicht so aus, als würde er zu dem Murmelsäckchen gehören. Das ist ein dicker, stabiler Nylonfaden. Eine Handvoll Murmeln. Oh, lang, lang ist's her. Ja, das ist jetzt die Frage. Was mache ich damit? Halt! Auf dem Tisch liegt ein angeschimmeltes Stück Käse, das sich gerade voll entfaltet. Aha, ich weiß, wie das geht. Wenn ich nur ein Stück Schnur und einen Magneten hätte, hätte ich den Schlüssel im Nu. Obwohl, vielleicht sollte ich besser die Finger von dem Käse lassen. Wenn die Ratte ihn nicht will, will ich ihn auch nicht. Ein Stück Schnur habe ich doch. Er hat doch nicht gesagt zu... Also er hat ein Stück Schnur? Warum sollte ich das wohl versuchen? Ja, was machen wir jetzt damit? Wache! Was wollen Sie? Ich bin zwar Amerikaner, aber ich habe auch meine Rechte. Tun Sie mir einen Gefallen. Nicht wirklich redselig, der Kerl. Kann ich die Murmeln vielleicht irgendwie... Keine Chance. Mache ich nicht. Irgendwie verteilen, dass da irgendwie... Die Murmeln sind überall vor der Tür verstreut. Ah! Jetzt warte mal, jetzt rufe ich den nochmal. Dann vielleicht rutscht das irgendwie da aus oder so. Und dann komme ich vielleicht da, fällt ja hin. Und ich komme vielleicht mit der Hand an den Schlüssel ran oder so. Das so ist jetzt mein Plan, was ich verfolge. Was wollen Sie? Ich wollte nur sagen, diese Uniform steht Ihnen gut. Warte mal, na. Wenn ich jetzt rüberklettere, dann läuft er da. Dann läuft er wahrscheinlich ein Stück weiter, oder? Ich rufe den jetzt. Ich probiere es mal. Wache. Ja. Ja. Ha, okay. Art Kevin allein zu Hause hier. Jetzt muss ich da irgendwie. Die Wache ist bewusstlos, aber nicht lange. Ich kriege den Schlüssel gerade so. Ah, sehr geil. Jetzt kann ich aufschließen. Und der Speicher Sicherheitsnummer. So, jetzt muss ich aber aufpassen.
Mal gucken, ob hier noch irgendwas ist. Hier irgendein Schlüssel? Ne, das bringt mir nichts. Kann ich die Murmeln wieder aufheben? Ne. Ne, hier ist nichts, hier muss ich weiter. Ich muss was mit der Wache anstellen. Er kann jeden Ach so, Moment auf. Scheiße. Irgendwas ist hier. Das bringt mir nicht, das bringt mir nicht. Faden. Hier und irgendwie fesseln oder sowas. Hier, am Gitter fesseln. Mit aneinander gefesselten Händen und Füßen geht der nirgendwo hin. So. So, jetzt aber, oder? Ich könnte schwören, auf diesem Tisch lagen meine Sachen. Also hier ist wohl eine Stelle, wo ich öfters... Ist mir ein bisschen zu gefährlich, ja. Ich hätte die Wache fesseln und knebeln sollen. Och, ernsthaft? Ach, komm, jetzt muss ich nur noch das Tuch in die Fresse stopfen. Wird die Brüllerei vergehen. Jetzt aber, oder? Ja, ja. Diesem Hund kommt man besser nicht zu nahe. Okay. Hier ist Hundefutter. Man müsste den Hund ablenken können. Ah ja. Das funktioniert so nicht. Warum sollte ich das wohl versuchen? Nee, ich mit der Maus, ne, freilich. Kannst du mir doch nicht erzählen. Oder, nee, hier. Da würde er bestimmt kommen, spielen, los, komm. Schnell, er ist abgelenkt. Ich hab's. Also, das kann ich ihn jetzt in seinen Napf füllen? Komm her mit, Dicker. Kriegst du ein bisschen was zu essen? Das ist nicht der richtige Weg. Warum? Eine Dose Corned Beef. Der komische Drehschlüssel scheint zu fehlen. Ach so, dann nehme ich ja den. Der Aufziehschlüssel eignet sich prima, um damit die Dose zu öffnen. So, hier, komm her, Leckerli. Hier, alter Junge, Fresschen. So. Diesem Hund kommt man besser nicht zu nahe. Dann würde ich ja nicht. So, jetzt kannst du schön fressen. So, raus hier. Oh, hier bin ich also wieder. Ach, hier wurde. Wo die Alarmanlage war. Durchs Fenster können Sie mich ja nicht sehen. Ich habe sich die Mühe gemacht und eine Firewall installiert. Ich komme jetzt nicht rein. Okay. Okay, es ist wieder zu. Muss ich es jetzt wieder... Ich kann es ja gar nicht hacken, weil ich habe mein PDA ja auch nicht. Dort steht Warnung. Dieses Museum besitzt ein Infrarot-Alarmsystem. Bei Aktivierung nicht eintreten. Scheiße. Das ist nicht der richtige Weg. Zu, und ich kann mich nicht drunter durchquetschen. Machen wir jetzt? Die Tür ist wieder verschlossen. Wenn ich dünner wäre, könnte ich durch den Spalt unter der Tür kriechen. Puh, ich bin schon völlig durchgedreht. Wenn ich dünner... Oh, ich hab einen Michael, aber die kann da den Schlüssel... Ah, was bringt mir das jetzt, wenn die Maus da läuft? Aktiviert die den wahrscheinlich... Oh, warte mal. Die aktiviert wahrscheinlich die Alarmanlage. Dann rennen die Wachen dahin und ich kann andersrum. Andersrum lang, oder? Da kann ich ja durch die Tür. Die Tür öffnen und geschnappt werden? Ja, ich habe glaube ich schon eine Idee. Ich probiere es jedenfalls mal, ob das funktioniert. Und ab mit dir, kleine Maus. Bald wird hier Alarm ausgelöst und da will ich lieber nicht in der Nähe sein.
Tür öffnen und geschnappt werden? Dann muss ich da oben lang. Die Wache mit dem Hund ist bald zurück. Das riskiere ich besser nicht. Was mache ich denn jetzt? Ah, ich muss da irgendwie rum. War das vorhin auch schon da hier? Das grüne Zeug, wo ich zuletzt da war? Ich klettere die Weinrebe hoch und die Wachen sind mit dem Lager beschäftigt. Ach, ich soll ja aufs Dach, hat ja die... So, auf dem Dach. Und wo ist jetzt dieser Priester? Da hinten. Warte mal. Jetzt guck ich mal, ob meine Vermutung richtig ist. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das jetzt die ist, die, wo ich denke. Was zum... Ach scheiße, ich dachte, das war jetzt hier. Mann, das habe ich hier nicht erkannt, Mann. Okay, dann müssen wir langsam laufen. Warte, was ist hier? Ein loser Stein auf dem Dach. Ein loser Stein auf dem Dach. Wie kriegen denn hier fort? Ich muss da lang. Ein loser Stein auf dem Dach. Ja, das Einzige, was ich habe, ist ja das. Was anderes habe ich auch nicht mehr. Sprich zu mir, kleines Ding. Ah, perfekt. Wo kommt der lang? Da. Wer da? Was zum... Da hinten ist er. Ey, wie komme ich da hin? Achso. Jetzt bin ich gespannt. Hey, danke für die Spielsachen, Schwester. Und was jetzt? Beten wir um ein Wunder? Nein, George. Du bleibst hübsch ruhig. Du wusstest ich. Höflich. Nico! Pass auf mein Häubchen auf, George. Was soll denn Pater Nikolas sagen? Was machst du denn hier? Ja, ich mal. Dich vor dem Heldentod bewahren. Das weiß ich zu schätzen, aber wie kommst du hierher? In diesem Outfit? Oh, George. Du hast dich so lange nicht gemeldet. Ich war verzweifelt. Da habe ich allem Weltlichen entsagt. Ja, klar. Oh Gott, ich meine, du bist wirklich eine Nonne? George, reingelegt. Na, wusste ich doch. So. Hast du Lust, baden zu gehen? Mit dir? Immer. Aber wie? Geil. Mit dem Vater hier. Ist alles schon vorbereitet. Ja dann, worauf warten wir? Wie in alten Zeiten, was? Auf geht's. Yeeha! Das OG-Team ist wohl zurück, ja. George und Nico, ja. Ja, es steht aber natürlich zwischen zwei Frauen mal wieder. Oha. Sieht's immer noch so aus? Und sie soll mir ihr Kuttel ablegen. Im Gefängnis gelandet. Tja, da warst du ja ganz schön fleißig, George. Und dieses Mädchen, wie hieß sie doch? Mandy? Angela? Anna Maria. Ist dir nie der Gedanke gekommen, dass sie dich nur ausgenutzt hat? Was? Nico? Sie hat dich nach Strich und Faden verarscht. Merkst du das denn nicht? Nein, merke ich nicht. Sie ist nur ein Opfer in dieser Sache, genau wie ich. Und sie ist wunderbar und fantastisch und das Beste, was mir jemals passiert ist. Und wenn du mir nicht helfen willst, dann kannst du... Okay, okay. Ich wollte ja nur mal sehen, wie sicher du dir bei der ganzen Sache bist. Nun, ich bin mir sicher. Verdammt sicher. Gut. Nachdem das nun geklärt wäre, George, was sollen wir jetzt tun? Also, wir müssen irgendwie in mein Zimmer zurückkommen. Nach Hinweisen suchen. Ja. Deine Tarnung ist aufgeflogen, also wird das mein Job. Mal sehen, ob ich uns zu. Ach, Nico kriegt das schön. Komisch, dass hier keine Polizei rumturnt. Ich wittere eine Falle. Kommst du klar? George, ich mag jetzt aus der Übung sein, aber mit so einer Verkleidung, wie schwierig kann das schon sein? Viel Glück. Ich mach's mir bequem und halte den Kopf unten.
Oh, jetzt spiele ich mit Nico. Was heißt das hier? Welt. Ach geil, guck an. Man kann also doch mit Nico spielen. So. Was muss ich mit Nico irgendwie hier reinkommen? Sprechen wir erstmal mit der Empfangsdame. Kann ich Ihnen behilflich sein? Ja, fahren wir erstmal alles durch. Nicht, dass Sie sowas zu schätzen wüssten, aber bei uns steigen immer die interessantesten Prominenten ab. Oh ja, diese alte Dame, die Krimi-Schriftstellerin, hat sie nicht... Ach, hören Sie doch auf. Ich rede hier von Popstars, Sportlern, Medienriesen. Nicht von fetten alten Schreiberlingen. Und wohnen hier denn im Moment irgendwelche Prominenten? Ja, Eamon O'Mara. Oh ja, wir haben Eamon O'Mara hier. Den Eamon O'Mara. Inzwischen sind wir sogar enge Freunde geworden. Oh, enge Freunde. Wie romantisch. Zimmer zu vermieten? Tut mir leid, Schwester, aber wir haben keine Zimmer frei. Hm. Mal Eamon? Eigentlich brauche ich auch nur Eamons Zimmerschlüssel. Ach, wirklich? Ich kann Ihnen leider nicht verraten, warum, aber ich bin eine Nonne. Sie können mir vertrauen. Ha! Selbst wenn ich Ihnen den Schlüssel gäbe, bekämen Sie es mit Eamon selbst zu tun. Und als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, hatte er schreckliche Laune. Als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, hatte er mehr als nur schreckliche Laune. Was meinen Sie damit? Er war tot. Was? Verblichen. Hingeschieden. Aber wie? Hat sich umgebracht. Der arme, arme Junge. Aber ich habe doch noch vor einer knappen Stunde mit ihm geredet. Ja, es kam alles sehr plötzlich. Sein Herz war gebrochen. Oh mein Gott! Übrigens hat er mich gebeten, Ihnen dieses Foto von ihm zu geben. Dann hat er am Ende an mich gedacht. Oh ja, er sagte alles Liebe für meine, die Süße am Empfang. Das hat er gesagt? Naja, so oder ähnlich. Ich erinnere mich nur grob. Dann waren all die Sachen, die er mir gesagt hat, ernst gemeint. All die lieben Worte. Oh ja, völlig ernst. Todernst. Er hat mich wirklich geliebt. Ja. Ja, doch. Von ganzem Herzen. Oh. Könnte ich jetzt bitte den Schlüssel haben? Natürlich. So schnell jetzt. George hätte das nie geschafft. So, jetzt wird dann zurück mit George. Dass wir einen Schlüssel haben. Ich mache mir wirklich Sorgen um Sie, Nico. Danke, mir geht's gut. Obwohl die Beule am Kopf immer noch wehtut. Okay, jetzt soll ich einfach hochgehen? Soll ich raufgehen? Überrascht wohl niemanden, dass die vor meinem Zimmer Wache standen. Wenn sie mich gesehen hätten, wäre ich tot gewesen. Vielleicht gibt es noch einen anderen Weg da rein. Durchs Fenster? Ja, warte hier, Nico. Ich will mal sehen, ob ich in den zweiten Stock runterklettern kann. In Ordnung. Sag Bescheid, wenn du was brauchst. Bis zum Fenster soll ich. Wo ist das Fenster hier? Wer ist jetzt so einfach rausklettern? Also Anna-Maria und ich hatten Zimmer 304. Ein Eckzimmer. Das muss dann das da drüben sein. Oh, wie soll ich da hinkommen? Ich hoffe, ich kann ja nicht so einfach runterfallen. Ha. Ich hoffe, das ist so richtig. Ja, siebter gerne mich. Nach links kann ich, muss ich mich nach rechts hangeln. Ne, warte, da unten ist was, oder? Oh! Also! Was ist denn jetzt? Jetzt hier komme ich nicht lang. Oh, er steht eine nackt oder so. Hat ihr war doch was? Genau. Jetzt hier Kletterpartie machen, ja so. Oh, oh.
Okay, müssen wir langfahren. Immer weiter, immer weiter. Was ist jetzt hier? Bin ich jetzt richtig hier? Scheint so. Muss ja auch. Ein Rosenkranz. Ja. Könnte der Anna Maria gehören? Einfach mal mitnehmen. Nehme ich lieber mal mit. Ja. So, was gibt's hier noch? Irgendwas? Ja, raus würde ich jetzt nicht unbedingt. War jetzt sowas? Nee, ja. Alles. Ein Papierkorb. Vielleicht hat Anna Maria da was reingeworfen. Mhm. Was ist das denn? Eine Kreditkartenabrechnung. Irgendwas zu berichten, Wachmann? Nein, Sir, nichts. In Ordnung. Ich übernehme jetzt. Aber Sir, ich habe meine Befehle. Und ich gebe Ihnen neue. Raus. Oh oh. Ah, Mr. Stobart. Bleiben Sie ganz ruhig. Pater Nikolas? Genau. Ihr Lieblingspriester. Hätte das alles oder was? Ist das auch nur eine Verkleidung? Was denn da noch alles? Nein. Irgendwer aus dem Gefüge des militärischen Geheimdienstes der Türkei? Schon eher. Also sind Sie Agent? Würden Sie mir verraten, was hier vorgeht? Ganz einfach. Als Sie nach Istanbul kamen, haben Sie einen Alarm ausgelöst. Eine Mafia-Verbindung. Ah. Im Topkapi wurden Sie dann zum Terroristen. Aha. Und schließlich wurde mir klar, dass Sie nur ein Schatzsucher sind. Da haben Sie recht. Eine romantische Beschäftigung. Sie spricht meine dramatische Seite an. Schön, dass Ihnen die Show gefallen hat. Auf jeden Fall sind Sie jetzt frei. Oh, Gott sei Dank. Sie können gehen. Bitte. Keine Wachen unten. Keine Probleme. Aber was ist mit Anna Maria? Sie wurde entführt. Wie dramatisch, Mr. Stobart. Entführt? Hohoho. Wohl eher abgehauen. Oder vielleicht hat sie einen neuen Verehrer gefunden. Wer weiß? Sie haben ein anderes hübsches Mädchen gefunden. Also vergessen Sie sie. Nein, so ist das doch gar nicht. Gehen Sie jetzt, Mr. Stobart. Ich kann Ihre Freiheit nicht mehr garantieren. Das ist irgendwie trotzdem eigenartig. Das ist Nico, ja, die soll die mal normal daran entziehen. Du hast es geschafft. Mevlut oder auch Pater Nikolas hat mir geholfen. Wirklich? Ich erzähle es dir später. Ich habe eine Kreditkartenabrechnung gefunden. Damit könnte ich Anna Marias Adresse rausfinden. Dann gucken wir uns das mal an, ja. Eine Quittung für etwas, das am Flughafen Leonardo da Vinci gekauft wurde, mit Anna Marias Unterschrift drauf. Rosenkranz? Anna Marias Rosenkranz. Auf der Rückseite des Kreuzes steht Memento Mori. Was soll ich denn jetzt finden? Was hilft mir die Kreditkartenabrechnung jetzt? Kann ich ja irgendwo hin jetzt? Ich habe ja eigentlich keinen neuen Ort. Das ist eigentlich Quatsch, oder? Jetzt abzuhauen ergibt wirklich keinen Sinn. Eine Quittung für etwas, das am Flughafen Leonardo da Vinci gekauft wurde, mit Anna Marias Unterschrift drauf. Irgendwen anrufen kann ich hier auch nicht, oder? Telefon, Alfonso Hotel, Nico, Wächter, Kaution, so. Das wird wohl nicht funktionieren, glaube ich. Die von Ihnen gewählte Nummer ist nicht mehr erreichbar.
Verbinden? Ist ja nichts zu verbinden, oder? Doch. Kredit. RRS. Kredit ist doch für die Kreditkarte. Ach, schon wieder. Muss ich schon wieder hacken hier. Oh, so, was machen wir denn? Also auf jeden Fall müssen wir jetzt... Wie machen wir das am besten? So, in dem, denn... Ich muss mir mal... Unten ist ja auch noch einer. Also ich hätte gesagt, den ja als letztes, dass ich von... Das ist hier so, runter, hier, hoch, hier, zack, zack, hier runter und dann nach links. Aber ob das funktioniert, ist die zweite Frage. Also den hier zum Schluss. Also jetzt hier runter, den... Den so in hier rüber. So, jetzt so. Ob die jetzt ausreichen, ist natürlich das zweite Frage. Nee, geht ja gar nicht. Nee, es geht ja gar nicht. Am besten, nee, ich muss hier links, den hier rum, den hier hoch. Dann müssen wir ein bisschen anders machen. Also, hier. Genau so meine ich das. So, jetzt hier den runter. Ja. Und jetzt hier rüber. Ja, perfekt. Angefordert wurde Adresse von Anna-Maria Presa. Download der Info läuft. Anna-Maria Presa, Vicolo Serfs Marit in Rom. 128 Roma. Anna-Maria wohnt also in Rom. Das hat sie nie erwähnt. Das ist eine Italienerin oder so. Anna-Maria Presa. Vicolo Serves Marite, 128. Ui, der teure Teil der Stadt. Dann schauen wir doch mal nach. Also gehen wir jetzt nach Rom. Da wären wir. Vicolo Serves Marite. Was sagt man dazu, George? Du hast hat sich sehr gut gehalten, die gute Nico. Romantischsten Stadt der Welt wohnt. Aha. Zu dumm, dass sie es dir nie gesagt hat. Du hast irgendwie einen gewissen Hang zur Gehorsamkeit auch nicht älter entwickelt, Nico. So, dann sind wir jetzt hier im Rom. Da machen wir im nächsten Part weiter. Unser OG-Team ist wieder vereint. Wir gehen ja ganz klassisch hier wieder auf Spurenjagd mit unseren zwei Lieblingscharakteren hier. Und dann setzen wir ja in Rom fort und schauen mal, ob wir ja was rausbekommen über Anna-Maria und ihren Aufenthalt. Gut, dann lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten schaltet gerne das nächste Mal wieder ein zu Baphomets Fluch der Engel des Todes. Gerne auch bei dem anderen Projekt bei Sonic und Knuckles. Und bald startet auch Mario vs. Donkey Kong, das Remake für die Switch. Da könnt ihr auch gerne mal reinschalten. Ansonsten sehen wir uns hier im nächsten Part wieder. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wenn ihr das Video schaut, mit Reto, Julie.